Jo, hallo liebe Leute, zu einem kurzen Neverball-Video. Ich habe das Level 4 im Schwierigkeitsgrad schwer gerade offscreen, sag ich mal, geschafft. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber ich habe einfach mal Lust gehabt, jetzt zum Abend das Level doch mal so auszuprobieren. Und da habe ich das rein zufällig dann geschafft. Und hier zeige ich es euch in der Wiederholung, den Beweis. Es war dann doch so schwer nicht. Ich habe nur die falsche Kameraeinstellung, sag ich mal, gewählt. Und die hat dann ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Das ist schon erschwert. Also hier, ich zeig's euch. Ja, hier muss man die Abkürzung natürlich nehmen und dann hier gleich die ersten roten und gelben Münzen einsammeln. Und dann einfach hier ganz lässig vorrollen. Hier hatte ich ein bisschen Probleme gehabt. Aber genau, hier wäre es jetzt dann fast gescheitert. Hier seht ihr das ganz knapp an der Kante und dann hier, uiuiuiuiui, das war auch schon eng. Und jetzt hier diese Münze zu holen. Und jetzt einfach vorrollen. Und so einfach war das. Mehr steckte da nicht dahinter. Sogar noch 10 Sekunden Zeit gehabt. Komm, ich zeig's euch nochmal. Ja, so einfach war das dann doch gewesen und ich sage an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Neverball-Video Level 5 bis, ich sag mal vorsichtig optimistisch, Level 5 bis 8. Also es könnte auch 5 bis 6 werden, je nachdem. Ich zeige euch natürlich das nächste Level hier schon mal, damit ihr das seht. So sieht das aus, sehr interessant. Könnte viel mit Bremsen zu tun haben. Okay, aber das sehen wir im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.